Das ist Österreich, wie man es von Postkarten kennt. Bergig, verschneit und mit einer Weltcupsiegerin gespickt. Hallo Alex. Hi Martin. Hast du eigentlich schon Winterreifen montiert? Natürlich, ich bin ja immer schon im Oktober in den Bergen unterwegs und somit eine der Ersten beim Reifenwechsel. Oktober ist löblich, November ist Pflicht. Denn die situative Winterreifenpflicht besagt, dass bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen vom 1. November bis 15. April Winterreifen verpflichtend sind. Jetzt freue ich mich, dass ich mit einem Experten mitfahren darf. Hast du einen Tipp für mich? Ja klar. Zuerst ist einmal wichtig, den richtigen Sicherheitsabstand zu halten. Weil auf Schneefahrbahn und Nässe ist der Bremsweg deutlich länger. Und dann ist natürlich wichtig, auf ein Qualitätsprodukt wie unseren neuen Winterreifen, den Blitzag LM005, einen vielfachen Testsieger zu vertrauen. Ja, dann sind wir perfekt ausgestattet. Und wenn du sagst Testsieger, ist es dann der beste Reifen? Es kommt immer auf die Bedürfnisse an. Wenn du zum Beispiel, so wie du, mehr als die Hälfte des Jahres oder im Winter auf Schnee unterwegs bist, ist es sicher besser, auf einen Schneespezialisten zu vertrauen, zum Beispiel unseren DMV3. Für mich ist der LM005 die bessere Wahl, weil ich bin zu 90% der Zeit auf Nässe unterwegs. Autobahn, nasse Straßen etc. Klingt für mich eigentlich logisch. Ist wie im Sport, also wir fahren ja auch im Slalom einen anderen Ski wie in der Abfahrt. Was allerdings alle Winterreifen eint, sie haben eine optimierte Gummimischung, die für mehr Grip, kürzere Bremswege und damit für mehr Sicherheit sorgen. Alex, was mich interessieren wird, was hast du eigentlich aus deinem Spitzensport in dein jetziges Berufsleben mitnehmen können? Jede Menge Durchhaltevermögen. Also darauf kommt schon an, dass man eine gewisse Geduld hat, bis Dinge klappen. Aber natürlich auch Disziplin, Konsequenz, damit es dann funktioniert, wenn man die Leistung am Tag X dann abrufen will. Und Präzision. Eine gute Technik, die macht sie bezahlt über ganz viele Jahre. Werte, die auch Bridgestone verinnerlicht hat und die wunderbar zu den Olympischen Spielen passen, die Bridgestone unterstützt. Wer jetzt kontrollieren möchte, ob seine alten Winterreifen noch gut sind, kann das mit dem 2-Euro-Trick machen. Ist der silberne Rand sichtbar, ist das Profil unter der 4-mm-Grenze und der Reifen gilt vor dem Gesetz nicht mehr als Winterreifen. Martin, eigentlich ist es ja ganz ähnlich wie bei uns im Skisport. Wenn die Piste ein bisschen glatter wird, dann braucht man natürlich gescheites Material, hochwertige Produkte, um richtig gut Grip zu finden. Und jetzt darf ich mich revanchieren. Jetzt kriegst du von mir Skitipps.